Und kaum zu Hause geht es auch schon los. Einmal die Äpfel schnell mal ein bisschen waschen. Ich glaube hier, oh, hier hat schon einer was angefressen. Und das ist von einem Nachbarbaum hier. Der ist viel fester als diese hier. Also, einmal schnell ein bisschen abwaschen und dann brauchen wir gleich den Entsafter und dann machen wir mal schnell ein bisschen Apfelsaft da drauf. So, also, die Äpfel müssen noch gewaschen werden. Ein paar haben wir schon gewaschen. Mein Schnucki hilft mir hier. Und gerade eben hat sie auch tatsächlich schon die falsche Maschine rausgeholt. Warum die Rührmaschine. Ja, und dann schließt sie an und denkt, was machst du hier? Ja, aber wie spät haben wir es denn eigentlich? Das ist 7:30. Wer ist das? Polizei? Ja. Anzeige ist raus. Also, ich habe mir gedacht, ich werde einfach die Äpfel mal so ein bisschen waschen. Und dann diese Stiele hier abnehmen, damit dann... Und da war der Akku leer. Ich habe mal schnell einen anderen reingemacht. Und da muss ich jetzt mal hier Mine Marie in Schutz nehmen. Gerade eben ist die Kamera tatsächlich von alleine ausgegangen, mit einem vollen Akku. Also... Okay. Wir werden das jetzt noch mal ein bisschen abwaschen. Schnucki, ich glaube, du musst hier ein bisschen durchschneiden, oder? Ja, also, wir haben die Äpfel nicht bei jemandem aus dem Vorgarten geklaut, sondern das gibt Streuobstwiesen. Und jetzt müsste da mal jeder selber gucken, steht im Internet unter www.mundraub.org. Ja, da gibt es eine Karte und dann kann man so dahin scrollen, wo man wohnt. Und dann kann man mal so in der Umgebung gucken, wo irgendwelche frei zugänglichen, was weiß ich, Mirabellen habe ich da gesehen, Äpfel, Holunder, Brombeeren und Hopfen war irgendwo. Ich glaube, das war in Plön. Das ist nicht gerade hier bei uns in der Ecke. Und für Hopfen, glaube ich, will ich auch nicht extra nach Plön. So, Schnucki, wolltest du hier nicht entsaften? Doch, doch, doch. Ist mal echt ein Berg, ne? Was bezahlt man für so ein paar Äpfel hier, wenn man im Laden was kauft? Also im normalen Geschäft kostet Kilo 2,99 Euro, im Bioladen 5 Euro. Und was ist das? Wie Wochenmarkt 2 Kilo? Ist, 3? Ja, gut, hier noch mehr eigentlich. Also haben wir ungefähr für 10 Euro Äpfel geholt. Mhm. Krass. Und hier ist schon gleich irgendwie ein Wurm drin. Also, ich brauche mal ein Messer. Die Würmer, die wollen wir nicht mehr. Würmer, also finde ich nicht so gut. Hier ist was angenagt. Hier ist noch eine Stelle. Also hier sind die Kerne noch weiß. So, okay. Soll ich auch mal hier anschneiden? Gar keine Kerne. Zungi, hast du vergessen anzumachen? Ja, ich wollte nur erst mal gucken. Ich glaube, die startet nicht, wenn wir das vollstopfen und dann... Die startet gar nicht. Ups! Heute ist nicht mein Tag. Ist heute Freitag der 13. Wo hast du wieder reingetan? Ja. Jetzt wird's laut hier. So, wir werden das jetzt mal hier ein bisschen weiter entsaften. Mosten. Heißt das Mosten? Also wenn eine Mosterei Apfelsaft macht, dann mosten wir wohl vielleicht auch, ne? Ich stell dir mal hier hin. Ich kann noch ein bisschen zugucken. Gehen die da doch schon rein? Ja. Also sollten da noch welche drin sein? Ja? Ja, lass die anderen jetzt.
nochmal dahin. Wir fahren morgen nochmal dahin. Ja. Einige sind uns nämlich, als wir hier mit diesem Obstreifer geholt haben, runtergefallen. Und wir haben auch Fallstellen. Matsche, Matsche. So, Max hat Döner geholt, aber nicht für mich, ich esse ja mein Brot. Hier, der Rednerin will Döner essen. Ja, ich hatte Hunger drauf. Das ist wahr. Wir haben leckeres Brot hier. Können wir unseren Döner selber machen. Was jetzt? Läuft schon über. Ich nehme mal den Topf. Achso, der ist jetzt hier. Hier sind noch diese Mirabellen drin. Und das eigentlich gezeigt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles aufgenommen habe. Wir haben hier ganz hinten Mirabellenmarmelade. So, 6 Gläser sind das geworden da hinten, aus so einem kleinen Pott allerdings nur. Und das hier werden bestimmt noch mal, keine Ahnung, 20. Das ist unheimlich. Wir haben hier richtig viel Marmelade ohne Zucker. Na? Wo ist meiner? Wo ist keinen? Wie? Du hast mir keinen mitgebracht? Das war nur ein Spaß. Ich hab mich doch nicht. Alter, du denkst überhaupt nicht an mich. Hör, ich nehme denn den da. Ja, okay, ist doch einfach noch nicht. Nein. Ich wollte auch wirklich keinen haben. Ja. Ja, das will ich noch ein bisschen. Alles für mich. Außerdem ist das sowieso meist so, dass die Marie, die schreit hier Hunger, 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 ich habe am allermeisten Hunger und dann schafft sie nur die Hälfte. Die Kinder sind ja auch jetzt größer. Sieht aus wie normal. Guck dich doch mal an, du warst früher mal so, da hast du einen Kinderdöner gekriegt, dann stell dir mal vor, du holst jetzt. Doofe Theorie, ne? Ja, voll. Cool, danke schön. So, danke. Kannst du machen, bring denen das mal hin. So, also wir müssen jetzt hier nochmal weitermachen. Dann kommt hier nachher dieser Schaum nochmal ab. Und dann berichte ich nachher, wie unser eigener richtig guter Apfelsaft schmeckt. Und jetzt kommt einer der letzten Schritte. Hier muss der Schaum weg. Ich weiß ja nicht, was das für ein Schaum ist. Der ist nicht lecker. Ich schätze mal, das sind irgendwie die etwas festeren Bestandteile, die der Entsafter mit rausgezogen hat. Mit rausgezogen meine ich eigentlich gar nicht. Also der Entsafter schleudert ja die Äpfel sowas von im Kreis, dass alles, was flüssig ist, durch das Sieb in dem Entsafter durchgepresst wird. Und was fest ist, bleibt halt zurück und fällt runter in die Sammelschale. Und dieser Schaum, schätze ich mal, das sind dann Sachen, die sind halt noch durch Sieb durch, aber kein Saft. Also, das muss nochmal abgeschöpft werden. Aber da unter kommt das Gold zum Vorschein. Und ich hoffe, das wird auch besseres Gold als beim letzten Mal, weil das hat ja gar nicht so gut geschmeckt. Nee, ich muss erstmal hier den Apfelsaft fertig kriegen. Also, der Schaum ist weg. Oh, na gut, hier ist noch ein bisschen was drin, aber ein bisschen was ist ja auch nicht schlimm. Also, wollen wir das noch verdünnen oder? Nee, erstmal so lassen. Boah, das sieht ganz anders aus. Das ist besser, ne? Als da. Ja, so ein paar Stückchen sind da drin, ne? Ich brauche noch eine zweite Flasche. Wo ist die denn? So, zweite Pulle. Das ist die ganze Ausbeute hier, 1,5 Flaschen und ein Pott mit Schaum. Was auch immer man damit anstellen mag, weiß ich nicht. Soll ich probieren? Ja.
Das ist guter Stoff. Das ist Apfelsaft. So gehört sich das. Anders, ne? Ja. Bitte sehr. Er riecht schon was anders. Ja, das ist. Das, so gehört sich das. Das ist gut. Da kann jetzt auch ein bisschen Wasser noch mit dazu, ne? Nein. Doch. Dann hast du die Fruchtzucker. Ja, dann machen wir ein bisschen Wasser. Das heißt, wir machen aus 1,5 Flaschen mindestens 3. Okay, das wäre es jetzt auch mit dem Video hier von der Mosterei. Von Addis Mosterei. Nee, von Adi Habibis Mostereibetrieb in Kiel. Schnucki? Komm, Habibi, Döner essen. Ja, ich komme, Habidi. Marie Habidi, ich komme. Wir teilen uns ja. Ciao. Ciao.